Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir quatschen heute über TNA Wrestlings Under Siege und ja, natürlich muss ich meckern. Wir hatten einfach jetzt vor 2 Wochen doch erst den letzten Pay-Per-View. Wie lange hat man denn irgendwie Möglichkeiten, hier irgendwie eine große Show aufzubauen? So nicht. Also die Karte ist nicht so scheiße, aber es ist halt auch einfach zu früh. 2 Wochen mindestens zu früh. Also, wenn man jeden Monat Pay-Per-Views macht, mit 4 Shows dazwischen, von mir aus, ne? Aber in 2 Wochen, du kriegst hier nichts Anständiges aufgebaut. Du kannst nur einfach alten Scheiß nehmen und den hier wieder zweitverwerten und das war's. Und das haben sie auch gemacht. Ich muss dazu sagen, dass ich hier in dem Video jetzt noch nichts weiß, was in der neuesten TNA-Episode passiert ist. Logisch, das Video kommt am Donnerstag. Und TNA läuft quasi erst Freitag. So weit in die Zukunft gucken kann ich noch nicht. Es gibt zwar so ein paar Spoiler, weil es ja alles getaped wird, aber ja, keine Ahnung, kann ich jetzt schlecht hier mit einbauen. Es ist aber schon angekündigt, dass FBI in Action sein wird. Das ist erstmal an sich ganz schön. Für die Leute, die noch Nunzio kennen, der ist bei TNA und macht noch so ein bisschen was. Oh, ein bisschen was. Außerdem wurde angekündigt, dass Ash bei Elegance da sein wird. Also sie wurde nicht in Action angekündigt, sondern einfach nur, dass sie halt im Publikum quasi ist. Weiß ich nicht, wen das juckt, aber okay, von mir aus. Dann haben wir die Knockouts Tag Team Titel auf dem Spiel. Wir haben Danny Luna mit Jody Threat. Dieses Mal gegen ein super zusammengewürfeltes Team und zwar Masha Slamovic. Ihre Tag Team Partnerin ist ja gerade in Pause, also Killer Kelly. Also hat sie sich Alicia Edwards genommen, die Teil des Systems ist und eigentlich auch nur in dieser Story mit eingebaut ist. Das heißt, die hier irgendwie mit rein zu droppen, finde ich halt super komisch. Den einzigen Sinn, den ich darin sehe, und das ist eigentlich auch kein guter Sinn, wäre, dass Alicia Edwards und Masha Slamovic hier die Titel kriegen, damit optisch gesehen The System nicht nur den TNA World Title und den TNA Tag Team Titel haben, sondern sie dann halt auch noch einen Titel hat. Das quasi so im Blick ist, jeder hat ein Belt. So, das ist die einzige logische Erklärung für dieses Match. Finde ich das gut? Nee, eigentlich eher nicht. Irgendwie muss man sich das auch verdienen, finde ich. Halt auch so Titelmatches und auch Titel zu bekommen, muss man sich irgendwie verdienen. Das haben die jetzt in der Form, in diesem Tag Team, noch nie gehabt, noch nie gemacht. Kann natürlich so ein spontan, oh, funktioniert ja ganz gut, Ding sein. Aber weiß ich nicht. Also bin kein Fan. Ich würde hier auf jeden Fall die Tag Team Titel da lassen, wo sie sind. Denn wir wissen, TNA Knockouts Titel wechseln quasi täglich. Und das muss aufhören. Dann haben sich Hammerstone und Jake Something im Backstage-Bereich ein bisschen auf die Fresse gehauen. Und deswegen gab es auch da jetzt diese Match-Ansetzung. Das finde ich ganz gut. So zwei Titanen einfach schön gegeneinander klatschen. Das wird eigentlich ein cooles, massives Match. Auch Jake Something hat auf jeden Fall was drauf. Ich glaube, das wird sehr interessant werden. Dadurch, dass Hammerstone jetzt aber auch erst relativ frisch bei TNA ist und er dann auch die Fehde mit Josh Alexander hatte und so weiter, würde ich den jetzt eigentlich nicht eine Niederlage reinknallen. Das ist mir zu früh. Den könnte man wirklich ganz, ganz stark aufbauen und das wird hier auch so ein Ding werden. Also Hammerstone wird das Ding ja auf jeden Fall für sich entscheiden. Dann geht's weiter und zwar haben wir ein random Tag Team Match mal wieder und zwar Josh Alexander und Eric Young gegen Frankie Kazarian und Steve Maclin. Also quasi die Fäden von denen allen irgendwie mal wieder ineinander gemixt. Mit Steve Maclin halt drin, weil der hat eigentlich ja eine Fäde gegen Mike Santana. Also erschließe ich mir das jetzt nicht so krass, aber von mir aus, ja, Eric Young und Frankie Kazarian hatten die Fäde. Und Josh Alexander hatte ein Namor Contender Match vor. Also letzte Woche dann halt, gegen Frankie Kazarian. Und dadurch ist das dann halt irgendwie entstanden. Es ist aber alles ganz schön zusammengewürfelte Kacke. Ja, da ist schwierig irgendwie was zu sagen. Da Josh Alexander aber Number One Contender ist, würde ich den auf jeden Fall hier auch gewinnen lassen. Und dann gewinnen Alexander und Eric Young und alles ist schön. Aber ja, wirklich sinnvoll ist das nicht. Zusammengewürfelte Tag Teams geht aber natürlich weiter. Denn wir haben ein Tag Team Grudge Match, also da wird es ein bisschen Hardcore-lastiger werden. Und zwar PCO zusammen mit Jordynne Grace gegen Steph DeLander und Con. Also auch hier, wir nehmen 2 Fäden, Halle Halle, Tag Team Match
Und ja, das ist es dann halt. Hier ist halt einfach nur noch die Besonderheit, dass die ganzen Eingriffe ja auch in deren Match war, also beim letzten Pay-Per-View. Deswegen, ja, trotzdem. Also, auch wenn ich dann halt, okay, die Story in dieses Match mit verbaut habe, aber trotzdem muss ich das jetzt nicht in ein Match verbauen. Also natürlich, sonst hätte man es auch lassen können, aber das hookt mich halt auch einfach null. Wem bringt hier irgendwas? Also wenn Steph Delander hier den Sieg holt, vielleicht über Jordynne Grace, dann sehe ich noch, dass sie sich erneut ein Titelmatch erkämpft hat quasi. Aber das hat sie ja vorher auch schon geschafft. Also, ja, weiß ich nicht. Also ich gehe jetzt mal mit der Story, damit ich hier irgendeinen Sinn habe. Aber das ist halt auch einfach wieder zusammengewürfeltes Ding. So, dann geht's weiter. Mustafa Ali wird antreten um den X-Division-Titel gegen Ace Austin oder Trey Miguel. Das ist halt so ein normales Contender-Match, was ja erst heute Nacht dann halt entschieden wird. Irgendwie passt es mit beiden nicht so ganz, da ja irgendwie keiner so richtig gerade eine Fehde mit Mustafa Ali hatte. Also ist es hier wirklich einfach nur ein random Match. Das Einzige, was man hier mit reinpacken könnte, ist, Mustafa Ali ist ja Heel und Trey Miguel ist ja eigentlich auch gerade Heel. Ace Austin ist eigentlich so eher nicht so Heel, deswegen würde ich jetzt eher mit ihm gehen. Aber ob das jetzt wirklich gemacht wurde, werden wir vielleicht morgen wissen, denn heute Nacht war ja das Match. Könnte man jetzt hier mit einbauen. Aber ja, Mustafa Ali ist aktuell auf einer krassen Winning-Streak, generell in allen Promotions. Und deswegen wird der auch hier dieses Match natürlich für sich entscheiden, gar kein Problem. Dann haben wir den Main Event noch am Start und auch hier ist mal wieder sehr wenig Liebe reingeflossen, wie auch in zwei Wochen Aufbau, das ist halt einfach so. Wir haben TNA World Champion Moose zusammen mit TNA Tag Team Champions Eddie Edwards und Kurt Hawkins gegen Matt Hardy, der ja letzte Woche, also beim letzten Pay-Per-View ist ja quasi das letzte Woche gewesen, der beim letzten Pay-Per-View erst zurückgekehrt ist. Und gegen Speedball Mountain. Eigentlich war hier auch noch der Plan, dass man Nick Nemeth irgendwie einsetzt. Und hier hätte man den Bruder von Nick Nemeth auch noch irgendwie einbauen können. Denn der wurde zumindest mal in der Show gezeigt. Aber irgendwie ist alles nach hinten losgegangen. Also haben sie Speedball Mountain da noch irgendwie mit reingeworfen. Und jetzt haben wir das auch hier wieder. Speedball Mountain und die Tag Team Champions hatten ja jetzt zuletzt das Match. Matt Hardy hat Moose attackiert nach dem Match. Holla, holla, holla. Das stinkt doch schon wieder nach dem Tag Team Match. Oh, ey, so ein Dreck. Also, es ist halt einfaches Booking. Super einfaches Booking. Aber, was unterscheidet mir denn diesen Pay-Per-View, den ich ja kaufen muss, theoretisch, zu einer Weekly? Nichts. Und das ist das, was mich irgendwie nervt. Es gibt keinen Grund, diesen Pay-Per-View zu kaufen, weil es halt einfach... Ja, es ist halt nur da. Also es ist ja wirklich scheißegal. Wenn The System hier gewinnt, dann haben sie ja quasi Matt Hardys Möglichkeit, um auf den TNA-Titel zu gehen, so ein bisschen runtergestockt, was aber letztendlich auch passieren wird. Und Speedball Mountain werden wahrscheinlich dann nicht nochmal gegen die Tag Team Champions antreten. Aber wenn die gewinnen, dann kriegen sie halt alle die Matches, die sowieso anstehen. Und Speedball Mountain würde ja wieder mal ein Tag Team Titelmatch kriegen. Das hatten wir ja letzte Show. Also auch hier muss ich sagen, das ist alles super schlecht gewählt. Ich mag TNA und es macht auch Spaß zu gucken. Aber das hier juckt mich absolut gar nicht. Ich werde natürlich das Ding für euch gucken, logisch. So wie ich für euch jede Woche alle Weekly Shows gucke und darüber Videos mache für die Kanalmitglieder. Also Kanalmitgliedschaft abschließen ist Pflicht. Dann baller ich mich durch die Shows, die ihr keinen Bock und keine Zeit habt zu gucken. Gar kein Problem. Und dann quatschen wir darüber in den Videos. Aber ja, also hier ist halt auch so ein Ding. Das ist eine fucking Weekly Show. Nichts anderes. Das ist hier so ein Pay-Per-View, den hätten sie easy auch rausnehmen können. Das bringt keinem was. Selbst Matches, die jetzt noch da drauf kommen könnten, sind halt auch einfach egal. Also egal, was jetzt hier noch kommt. Die großen Leute sind ja da. Nick Nemeth könnte noch gegen irgendwen... Aber eigentlich auch nicht, weil ist ja dann hätte auch ein Main Event antreten können. Keine Ahnung, wen du hier sonst noch einbringst. Es ist sinnlos. Sinnlos. Freunde, das war's auf jeden Fall erstmal mit der Vorschau zu TNA Wrestling's Under Siege. Leider underrateder Pay-Per-View. Vielleicht werden die Matches einfach so krass wie noch nie, aber ich glaube es irgendwie nicht. Vielleicht kamen noch andere krasse Überraschungen. Im Endeffekt haben sie halt, das ist halt auch so dumm einfach. Die haben den letzten Pay-Per-View, haben die 3 Comebacks reingebaut. 3 Comebacks in einem Pay-Per-View. Und jetzt 2 Wochen später haben sie wieder, wenn sie jetzt wieder irgendwie krass Überraschungen reinbauen und wieder irgendwie Leute zurückkommen, Leute debütieren oder sowas. Okay, krass, sie haben scheinbar viel Eisen im Feuer. Aber wenn das hier nicht passiert,
dann sage ich mir, hättet ihr das lieber vom letzten Pay-Per-View ein bisschen aufgebaut, also ein bisschen da mal ein bisschen verteilt, dann wäre das deutlich besser gewesen. Weil beim letzten Pay-Per-View hätte ich Mike Santana nicht unbedingt noch gebraucht. Den hätte man auch hier droppen können, wäre auch cool. Also verteilt doch eure coolen Überraschungen ein bisschen. Außer ihr habt ja auch coolen Scheiß. Dann habe ich nichts gesagt, dann werden wir es mal sehen. Aber ich weiß es nicht, kann es mir nicht vorstellen. Schauen wir mal, Freunde, das auf jeden Fall erstmal dazu. Eure Meinung in die Kommentare wie immer. Und lasst mir ein Like da und ein Abo und eine Glocke und so weiter. Spielt mir an den Glocken, Freunde. Macht nicht mehr so dolle, haut rein und tschüss.